Ahoi, meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Es ist Samstag und eigentlich steht hier eine Folge von Ghost Exile an, aber vielleicht konntet ihr auch schon in der Vergangenheit feststellen, dass nicht immer Ghost Exile samstags kam. Das liegt einfach daran, dass ich gerade nicht so viel Lust auf dieses Spiel habe und ich will nichts spielen, worauf ich nicht wirklich Lust habe. Ich will die Qualität der Videos ja hochhalten, deswegen will ich heute ein Ründchen Phasmo mit euch spielen. Und ich glaube, viele von euch haben da auch gar nichts gegen. Ja, wir spielen auf Albtraum und wir lassen den Zufall entscheiden, wohin wir fahren werden. Schauen wir mal und los geht's. Willow Street. Ja, gern. Die gute alte Willow Street bei gutem Wetter. Daniel Dixon. Heute sollen wir während der Jagd entkommen, Zeuge eines Events werden und den Geist mit Räucherwerk abwehren. Okay. Ich nehme schon mal die Nachtsicht mit, Fotoapparat, EMF, Irmgrad, unser Thermometer und dann gehen wir los. Schauen wir zuerst mal, wo der Sicherungskasten ist. Und dann schauen wir, ob wir den Geisterraum finden können. Aber erstmal durchschnaufen. Wir kennen es ja. So, Nachtsicht. Kein Versteck hier. Bewege etwas, mach etwas. Wir kriegen nur zwei Beweise. Kein Knochen hier. Vielleicht die Sicherung? Nö. Hier wäre aber ein Versteck. Sehr gut. Wir kriegen ja nur zwei Beweise. Hier ist die Affenpfote. Die kann ich auch gleich mal fotografieren. So, Licht. Vielleicht haben wir auch wieder einen Kellergeist. Wie so oft. Bewege etwas, mach etwas. Wirf etwas. So, und es werde Licht. Das ist hier drüber auf jeden Fall. Ich guck mal ganz schnell, ob wir hier einen Knochen sehen. Wie man nur meine Kopfausrüstung sieht und meine Hand plus EMF-Messgerät. Oh wei, oh wei. Ich glaube, wir sind auch schon tot. Wir wissen es nur noch nicht. So. Ja, tatsächlich. Der ist da gleich. Knochen gefunden. Prima, dann kann es jetzt richtig losgehen, ihr Lieben. So, schauen wir mal. Ich glaube, das war in der Garage oder im S-Bereich. So. Messen wir mal. 10,8. Bewege etwas, mach etwas. Och nö. Lass doch die Sicherung drin, aber wir wissen dadurch schon mal, dass der Djinn raus ist. Da ist wieder was geflogen. EMF3 neben uns. Ist da im Flur? Gucken wir mal. So. Wenn das noch öfter passiert, verdichtet sich die Vermutung, dass du ein Hantu bist. Ah, hier bist du. 2,4. 3,4. 2,6. Okay. Gut, dann lasse ich dir das hier. Komm dann gleich wieder. Werd erstmal mit einem Kruzifix absichern. Und komm dann mal mit einer UV. Salz. Und mit einer Box wieder. Obwohl, da war ein Gegenstand zu viel, ne? Kruzifix, V, Salz, Box noch nicht. Ja. Eventchen könnten wir auch mal miterleben. Na gar nicht so verkehrt. So. Ultraviolett-Spuren. Im F2 war das. Alles klar. Dann einmal ein Kruzifix für dich. Einmal Salz, zweimal Salz, dreimal Salz. Laufe durch Salz. Moment. 1,2 Grad. UV sehe ich nicht.
Im F2 nur. Laufe durch Salz. Salzspur. Ja, ein Gespenst könnte hier nicht durch Salz laufen. Also je länger das hier so bleibt, der einfach nicht durchlaufen will, desto eher spricht das für das Gespenst. Aber ist noch früh. Die können sich auch manchmal Zeit lassen mit dem Salz hier. Laufe durch Salz. Salzspur. So, wir schauen noch mal eben. Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon Gefriertemperatur. Ah, noch nicht ganz. 2113. 27. Okay. Dann lasse ich dich jetzt doch mal hier allein. Und hol mal schnell die Box. Box Dots. Oder Box Videokamera Dots. So, Willow und meine blaue Tasse, die kommen natürlich mit. Die beiden, die lasse ich nicht hier. So. So. Na. Naja, was soll's. Videokamera. Box. Dots. Stativ. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Bin mal gespannt, ob er jetzt durch Salz gelaufen ist. Nein. Also, wenn der Geisterraum noch hier ist, würde ich jetzt sagen, dass es das Gespenst ist, welches nicht durch Salz laufen kann. Okay, dann hätten wir noch einen Dots-Beweis und wir hätten die Box oder einen EMF Level 5 Ausschlag. Wir kriegen ja nur zwei Beweise und dann schauen wir mal. Erstmal die Orb-Kontrolle. Ja, Orb-mäßig sieht hier alles gut aus, dachte ich mir schon. So, da wird was rumgeworfen. Die Geister werden immer aktiver, wenn man das Licht ausmacht. So, also EMF-3-Ausschlag, während wir in seinem Raum sind. Shade weg. Gut. So, Böckchen. Beziehungsweise Dötzchen, ne? Wo platzieren wir das hin? Vielleicht. So. Und stopp. Bist du da? Ist jemand hier? Close to him. Okay. Wir haben die Box-Antwort, das passt schon mal. Dann müssten wir noch einen EMF Level 5 Ausschlag kriegen. Oder halt einen Dots-Beweis. Gut. Videokamera kommt jetzt hier hin. 1,2 Grad, 1,4. Er ist immer noch hier. Schön gereimt. Ja. Dann werde ich jetzt mal die Nebenaufgaben begutachten. Okay. Da müssen wir auch ein bisschen Glück haben mit dem Geister-Event. Die erste und die dritte Aufgabe können wir dann während der Jagd erledigen. Dann mache ich jetzt halt noch Fotos. Die kann ich natürlich nicht vom Salz machen, aber von den Kerzen. So. Wir haben hier auch noch ein verfluchtes Objekt. Das wäre ja die Affenpfote. Und da können wir schön das Event provozieren. Und die Jagd. Also könnten wir jetzt auch ruhig noch Sanity nehmen, damit wir wieder schneller drinnen sind. Da kriegen wir einen kleinen Boost und können länger sprinten. Ich glaube, das mache ich auch. So, Feuerzeug. Die Kerzen. Beziehungsweise die Laternchen. So. Hallo. Manchmal nimmt er die nicht auf. Jetzt aber. So, wenn die einmal liegen, ist es gut. So.
drin war wieder. Ja. Ja, wunderbar. Komplett reingesprintet. Gut. Dann einmal die Kerzen bitte auspusten. Für Fotos. Das wäre noch sehr schön. Puste die Kerze aus. Puste die Kerze aus. Salzspuren immer noch unberührt. Und hier war was im Dotz drinne. Ich lasse den nochmal eben laufen. Hier wurde was geworfen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So ist gut. So. Dankeschön. Da, Dankeschön. Ja, sehr schön. Und das gleiche nochmal. Nur Zweier- bis Dreier-Ausschläge. Ja. Drei Fotos noch. Puste eine Kerze aus. Da war auf jeden Fall was im Dotz drinne. So. Auch ein gutes Bild. Noch zwei Stück. Dann sind wir damit durch. Wenn ich mich nicht verguckt habe, aber ich meine, da war was im Dotz. Hier ungefähr an den Kartons. Deswegen habe ich den Dotz auch nochmal rotieren lassen. Puste eine Laterne aus. Manchmal verguckt man sich da, aber auch wegen dem Atem konnte man gerade auch sehen. Nein, da ist er doch. Da ist der Foto. Mhm. Sehr schön. Damit wäre auch das Phantom ganz sicher raus. Weil wir den Geist hier sehen. So. Bilder sind gut. Es ist auf jeden Fall das Gespenst. Entkommen. Ja. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen dieses Kruzifix mit. Nämlich das Gespenst kann sich immer zu einem teleportieren. Und damit das nicht passiert, lege ich mir das mal hier hin. Hier sind wir dann schön abgesichert. Er kann sich zwar zu uns teleportieren, aber nicht mit der Jagd von hier aus anfangen. Was hat das Gespenst gerne gemacht, wenn es seine Fähigkeit einsetzt? Dann hole ich mir noch Räucherwerke. Kopflampe bzw. Nachtsichtgerät lasse ich hier. Zwei davon. Eine Taschenlampe, die ist mir lieber während der Jagd. Und damit können wir nämlich auch Zeuge eines Geister-Events werden mit der Affenpfote. Nämlich, wenn wir uns wünschen, den Geist zu sehen. So. Können wir ihn schön abwehren. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. So. Er hat jetzt ein Event gegeben. Ihr seht, es ist abgehakt. Jetzt haben wir noch eine schlechte Sicht. Na komm. Hallo. Hallo. Er soll hier hinkommen. Dann hätte man nämlich das andere auch schon geklärt. Wann kommt unser Herz klopfen? Hallo. Hallo. Ja. Noch kommt er nicht, leider. Ich glaube, wir müssen noch eine Jagd mitmachen. Hallöchen. So, Jagd vorbei. Die Sicht ist weg. Jetzt hier nochmal ganz schnell das Licht anmachen. Auf jeden Fall in der Nähe des Kruzifixes bleiben. Sanity soll runtergehen. Ich wünsche mir klaren Himmel. Ja.
So. Jetzt haben wir auch besseres Wetter. Haben dadurch, glaube ich, 30% Sanity verloren. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und damit sind wir auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, im Jagdbereich. Ja, Regen hat aufgehört. Ist auch mal was Feines. Licht will ich mir ja eigentlich nicht ausmachen. Obwohl, komm. Verlieren wir so auch noch ein bisschen Sanity. Wir warten mal hier. Wir sind hier sicher mit dem Kruzifix, schön abgedeckt. Und warten darauf, dass es jetzt losgeht. Lange kann es eigentlich nicht dauern. Dann noch schön während der Jagd entkommen, abwehren, dann sind wir durch. Ich kann mir auch ganz einfach mal geistige Gesundheit wünschen. Ich wünsche mir geistige Gesundheit. Dann rutschen wir auf jeden Fall auf 50% Sanity und sind jetzt auf jeden Fall im Jagdbereich. So. Wenn man sich das wünscht, wird die Sanity auf jeden Fall auf 50 gesetzt. Egal, ob man da drunter liegt oder da drüber. Ja, da kommt er auch schon. Aber schönes Wetter haben wir jetzt auch. Kann ja nicht verkehrt sein. Jetzt komm. Hallo. Mach keine Sperenzchen hier. Hallöchen. Na komm. Hallo, guck mal. Für dich. So. Gesehen hat er uns auf jeden Fall. Sobald das abgehakt ist, können wir dann auch schön rausgehen. So, schön. War doch eine recht gemütliche Runde, finde ich. So, gut. Also, Fotos sind gut geworden. Haben sogar ein Geisterfoto hinbekommen, obwohl wir das nicht brauchten. Mit dem Dots-Projektor. Dann ist das natürlich auch nochmal etwas einfacher. Ja, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Gespenst steht fest. War relativ eindeutig jetzt auch. Und dann haben wir Feierabend. So. Daniel Dixon, das Gespenst. Lassen wir uns überraschen. Und natürlich das Gespenst. Perfekte Jagd. $1735 gemacht, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Besonders freuen würde ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wenn ihr den Kanal abonniert. Natürlich aber auch nur, wenn euch das, was ich hier fabriziere, gefällt. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Bleibt mir gewogen. Ciao, ciao, macht's gut.